So, willkommen zum nächsten Teil von Path of Exile. Heute geht es eben im zweiten Akt weiter, dass ich erstmal hier das Camp natürlich erreiche und ich werde mich heute dann ja, Richtung Osten, Nordosten bewegen, um hier die Gegenden dann wieder zu erkunden und im weiteren Verlauf dann später hier nach unten, um die Passagen natürlich noch zu öffnen und hier den Aufstieg dann ins dritte Level. Das wird aber sicherlich noch einige Zeit dauern, weil erstmal hier hinten noch einige Level auf mich warten. Ich glaube, bis hier hinten zum Necromancer ist hier, glaube ich, wieder einer, was dort sozusagen den Abschluss bildet. Und ja, mal sehen, welche neuen Elemente mich da noch erwarten. Und jetzt erstmal auf, um das Camp im zweiten Akt zu finden. Okay, damit ist wieder ein weiteres. Naja, das war jetzt das erste Monster mit einem Nemesis-Mod, womit dann auch ein weiterer Encounter abgeschlossen ist. Und ich glaube, da müsste jetzt nicht mehr viel fehlen, um tatsächlich den ersten Block komplett abzuschließen. Genau, es fehlt nur noch eins. Okay, der Rouge Exile, der mir noch über den Weg laufen muss. Hey! Nee, das sind keine Rouge Exiles, das sind normale Banditen. Wobei es ungewöhnlich ist, dass die hier im Forest direkt schon rumlaufen. So, also auf in das Forest Encampment. So, ich werde mich dann als nächstes eben Richtung Old Fields begeben, aber jetzt erstmal hören, was die alle so zu erzählen haben. You and me, we are the same. We dream big, we find new places. We do not tell stories. Stories are told about us. Grusht is the strong right arm of this tribe. No man hunts better, and no man could do more to protect the ones he loves. So, dann weiter in die Old Fields und als erstes The White Beast als Nebenquest zu erledigen. So, da ist jetzt auch der Hauptgegner oder der Rare-Gegner Gneiss, der aber in der Schwierigkeitsstufe ziemlich einfach ist, weil er sehr langsam unterwegs ist und bevor er als Steinrad durch die Gegend rollt, sich dann doch recht gut ausweichen lässt. Und schon ist er erledigt. Okay, hat aber nichts Interessantes dabei gehabt. Schade. Oh, eine neue Essenz. Ich glaube, vier hatte ich noch nicht. Auf jeden Fall sind sie ziemlich schnell und Crossing. Das sind wahrscheinlich dann eben die vier Elemente. Das heißt, da schwirren irgendwelche Geister zusätzlich durch die Gegend, die aber verschwinden, sobald ich den Hauptboss gekillt habe. Genau, also eine neue Essenz. Claiming the Essence of Fear. So, dann weiter auf ins Den jetzt, um das White Beast zu erledigen. Ein Cave Beast mit Wo und dann jetzt der Spirit Ghost da drin. Ja, Wahnsinn. Da bin ich gleich mal gespannt, wie herausfordernd das jetzt wird. Also auf die nächste Essenz zu holen, diesmal mit Geist drin. Okay, das sind die Uhu. Ja. Ein paar hau drauf und schon geht es mir an den Kragen.
So, jetzt sind die zwei schon mal weg. Und der hat auf jeden Fall noch ziemlich viel Gesundheit. Und ist vor allen Dingen ziemlich flott unterwegs. Aber, boah. Ja, ein Critical Hit ist da nicht so weg. Hui. Ha, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Klar, der Geist gibt ja hier auch nochmal einen Bonus. Eine weitere Essenz. Mal schauen, was die für Effekte hat. Oh, ein Geist, der auch irgendwelche Sachen rumschlägt. Aber den Geist kann man nicht anvisieren. Lustige Effekte auf jeden Fall. Und solange sie mir noch nicht so gefährlich werden, dass ich Schwierigkeiten damit bekomme, ist ja auch nicht so schlimm. Kann ich sie noch ein bisschen genießen. So, also eine weitere Essenz eingesammelt. Und jetzt werde ich wahrscheinlich langsam zum White Beast kommen. Die Kunst bei den Dänen ist immer, dass man das White Beast dann hoffentlich zum Schluss bekommt. So, aktuell habe ich mir jetzt schon ein paar Sachen hervorgehoben, weil ich ja noch auf der Suche bin nach ein paar Recipients oder beziehungsweise noch ein paar Bänder-Recipients erfüllen möchte. Deswegen wird mir jetzt das Craft-Band natürlich angezeigt, von dem ich dann allerdings noch ein blaues benötige oder nur ein blaues vielmehr. Oh, da ist es schon. Da kommt das White Beast. Aber es ist zum Glück auch recht langsam. Und es brennt bereits durch mein Feuer herum. So, hier von den Crossroads werde ich dann jetzt erstmal nach vorne zurückkehren, um letztlich dann die Belohnung zu bekommen, dafür, dass ich das White Beast erledigt habe. Und der Wegpunkt ist ja auch hier direkt in der Mitte, wo sich die Wege entsprechend kreuzen. So, da ist jetzt der Wegpunkt und erstmal wieder zurück ins Forest Camp. Ja, damit ist die nächste Quest vervollständigt. Und ich bekomme jetzt hier, ja, Physical oder doch lieber Chilled, aber ich nehme Physical. Okay, 10 Stärke, dafür weniger Damage, aber 4 Reflection, 189, 184. Das ist echt schade, dass das Ding so wenig taugt an der Stelle. Da könnte ich den Rastisch Stash auf jeden Fall aufwerten. Und damit auch gleich die Essenzen verwenden. Also hier habe ich Belt 6 bis 11 Cold Resistant, Maximum Energy Chilled, Increased Flask Recovery, Minions have mehr Life und Reflex Physical Damage. Dann nehme ich doch hier mal den Cold Resistant und habe dann den nächsten Teil erfüllt und Lightning dazu noch. Das klingt doch schon um einiges besser. Und noch ein bisschen Lebenspunkte. So, dann auf nochmal in die Crossroads. Das wäre natürlich ideal, gleich den dort zu verwenden. In der Hoffnung, dass dann wieder mein Cold Damage auf jeden Fall zusammen verwenden kann. Ja, sehr schön. So, jetzt kann ich das Cold Damage wieder mit dem Burning Arrow verwenden. Und dann hat er jetzt 231 Damage. Boah. Ist für den Anfang nicht schlecht. Aber es wird natürlich noch um einiges besser werden. Ha, da ist schon wieder ein Geist. Ein Tournament Warlord. Gibt ja zwar nicht viele Monster,
aber erwischt habe ich ihn. Hey, da ist schon wieder so ein... Aha, das heißt, sie sind jetzt, wenn die immer so einen Bonus haben, sind sie auf jeden Fall nochmal deutlich eingefärbter. Da ist ein neuer Boss. Bravlo. Den kenne ich noch nicht. Schlag mal mit deinem Hammer zu. Komm. Ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich unterhalb an der Stelle ist. Weil hier ist, glaube ich, sind die Banditen, da oben ist der Nekromanter. Ah, natürlich, die Gruft ist ja noch da unten. Genau, unten sind die Ruinen und die Gruft. Oh, ein neuer Bogen. 30 bis 57. 231, 360, super Steigerung. Da ist der, ne, das ist noch kein neuer Gegner. Aber da ist er, da ist der zweite Boss. Kauf Redstone. Mit dem neuen Bogen ist er natürlich leicht zu besiegen gewesen. Und dann kann ich jetzt das erste Rezipient hier vervollständigen. Zwei Orb of Argumentation. Ja, wenn ich die jetzt noch mit 20% Quality machen würde. Könnt ihr schon die nächste Stufe machen. Schließlich hat er ja jetzt schon 15. So, dann hat er 20. Okay, da brauche ich noch eine ganze Menge. Gut, dann brauche ich hier noch 9 Stück davon. Und es sind hier eh auch noch 2 Monster. Das heißt, ich gehe jetzt noch gerade weiter bis zu den noch ein Orb of Storm. Den habe ich ja gerade erst in dem bekommen. So, also in die Chamber of Sins. Und dann noch den Wegpunkt hier aktiviert. Oh, da gibt es die nächste Master kennenzulernen, die hier irgendwo rumstehen muss. Ich glaube, hier ist jetzt die Spinne, weil der andere ist ja, glaube ich, weg. Ja genau, da ist jetzt, der Black Death. Nix für Leute mit Achnophobie, aber die ist ja jetzt auch schnell besiegt. Da ist Tora, da drüben steht sie. Over here, Exile. Ja, dann sag mal, was du zu sagen hast. This land is crawling with vermin. Eight-legged, no-legged and everything in between. The whole thing stinks of corruption, I know. But sometimes you have to behave like the animal you want to kill. Dann auf in die Höhle, die ich ja gerade schon gefunden habe, aber eben noch nicht rein durfte. Putrid Lair. Und oh, sind Apes.
21, die hier drin stecken. Aber im Moment habe ich genug Damage, um sie schnell zu erledigen. Wobei, da gibt es noch einen Super Ape. Okay, da ist der Chieftain. Der letzte. Gut. Hallo, Tora. You hear that? That's the sound of nature taking its first decent breath in far too long. I can always use a good color. So, der Abschluss wird dann jetzt die Chamber of Sins Level 2. Hier mit dem Wegpunkt. Und zurück zum Forest Encampment. Soweit also für heute. Vom Southern Forest über das Encampment, The Den und Crossroads. Und von hier aus die erste Level of Chamber of Sin. Und beim nächsten Mal geht es dann in Level 2 weiter, wo ich jetzt den Wegpunkt schon soweit aktiviert habe. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!